Es ist kein Problem, als Junge ein bisschen feminin auszusehen. Bleib dir selbst treu. Ja, das kennen wir schon irgendwo her. Hey Leute. Einer der Freedom Pearls will sich echt mit uns Plan ändern. Wir müssen schnell in deren Bäcker. Jimmy muss ersetzt werden durch Diabetes. Diabetes ist wichtig mit dem Dash. Er kann auch rein dashen, hält auch gut aus, ich halt gut aus und Kite ist der beste Backliner so gesehen. So machen wir das jetzt. Ich habe auch das Gefühl, wir liegen ein bisschen, wir sitzen übelst, wir haben so übelst Utility mit dem Bild, aber voll wenig Damage. Ihr habt keine Chance, gebt auf, bevor es peinlich wird. Kommen nicht bis an die ran. Ich gehe hier erstmal. Das hast du verkackt, als du dich mit diesen Wichsern verbündet hast. Wichser! Mikroaggression! Schlag ihn! Kann ich nur eine Mikroaggression pro Kampf aufdecken oder. Toolshed, der macht da wenig Damage, den nehmen wir. Du bist ein Werkzeug im Kampf für. Das war ein Knockback auch. Diabetes, reicht es? Nö. Laut Wetterbericht, Hagelschläge! Kite bleibt einmal hier hinten, tut uns schilden. Du kannst auf mich zählen! Mach Gebrauch davon! Timmy! Nein, Timmy? Halt, das. Den tun wir einfach nur skippen. Bitte Zeitmanipulation! Hier kommt dein Tod! Nice! Bitte sei nicht unsichtbar! Ja! Ja. So sieht's aus, Pichama. Diese Bösewichte werden auch immer dümmer. Hier kommt Tupperdose. Au. Ja, okay, jetzt weiß ich nicht, der Konter noch weg. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ich könnte jetzt natürlich gegen Ding gehen. Hm. Ja, mit Tupperdose Platz tauschen. Nee. Glaube ich taunte mal kurz hier Ding. Timmy. Friede für die Gerechtigkeit, sehr gut. Oh, shit. So. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Au! Wie Hammer und Nagel. Ich bin dran. Ja, das ist ganz klar, was ich jetzt hier mache. Zorn! Mein Schild. Du musst dir bessere Freunde suchen, mich zum Beispiel. Fühlt den Zorn von Human Kite! Zeit kommt, nee. Er muss hier hin, damit er. Diabetes braucht noch ein Schild. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh, danke. Ganz wichtig. Timmy, Timmy! Aha, macht einfach nichts, Timmy. Hier kommt Mysterium. Au. Oh, okay, wir haben fast Ulti. Beeindruckend wie immer, Mysterium. Timmy. So. Er macht ihn jetzt einfach weg. Peter-Faustschlag! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter. Ha, jetzt liegt er aber auch. Ich lass es jetzt krachen. Oh. Nice, Ulti. Du steckst voller Überraschung. Da kommt jetzt die Human Kite Ulti. Vielleicht auch voller Essen. Ich meine, ich könnte das natürlich mir aussuchen. Nein. 122 und. Oh, ich kann auch einfach Stan weg machen. Komm, Stan weg. Warte mal, hatte ich eben rosa Höschen? Ernsthaft? Das geht garantiert eine Narbe. Ich weiß, ob das. Mein Werkzeug Bluten ist bereit. Also das Bluten reicht, dass es down geht. Präzision. Nein, nicht ganz. Dann mal los. Aber. So gehe ich durch beide. Wem machen nur Knockback so kriege ich beide. Ich muss vorbeigehauen. So. Das hab ich damit ich wieder Ding hab. Hier Knockback-Combo Damage. Drin. Okay.
Er hat schon gut Schild. Er lebt eigentlich auch noch gut. Komm. Wer ist das nächste dran? Timmy. Jo. Wir ballern jetzt einfach Tupperdose weg. Schau nicht direkt in meine fucking Laseraugen. Mach sie glatt. Er hat einfach nichts gemacht. Wir haben natürlich hier einmal den Knockback. 80er hier, 95 ist auch ein Knockback. Verlangsamt noch nicht, aber er ist ja schon verlangsamt. Boom. Du hast ja richtig heftig ausgeteilt. Ich meine, Tupperdose trifft zwar jetzt auch beide. Macht Rückschluss, Combo Damage auf Clyde. Tupperdose aktiviert. Aber egal. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Aber ich habe noch genug HP-Pool. Ich verlasse mich auf dich. So, jetzt ist hier wichtig. Warte mal, ich kann ihn nach unten knocken. Das ist richtig nice. Sehr gut, Wunderarsch. Oh, sind wir noch nicht mehr gestealthed auch? Jawohl. Hä? Diabetes-Time. Okay. 95. Ich glaube, das könnte... Reicht das? 33 ist der Knockback-Damage. 95 und 33... Das heißt 110. Ja, wenn 110 der Hit-Damage ist, könnte reichen mit Crit. Nein! Ganz knapp nicht. Aber hier, er wird einfach weggelasert und Timmy kann sich jetzt nicht mehr wehren. Er beschwört auch keine Kindergartenkinder eben mehr. Wow. Ich bin dran. Omega Crash Extra. Boom. Genau so, mit Köpfchen. Warum geht... What? Jetzt das ist natürlich jetzt mies. Kettendiabetes ist kampfbereit. Dann kommt er nicht hin. Humankind ist startbereit. Ja, Humankind kommt hin. Kann er zu weit lasern? Ja, kann er. Ha, da solltest du Salbe drauf tupfen. Geht einfach da oben in die Ecke. Nein, du beschwörst keine Kindergartenkinder, Timmy. Dein Zug nehmen wir uns mal eben. Danke. Okay, du hast in der Ecke, Super Craig. Das packst du schon. Ich geh mal hier hoch. Captain an Deck. Diabetes geht mal in die Richtung hoch. Der Wind der Gerechtigkeit. Kite kann jetzt mit B ihm hier Schild nochmal geben. Stets bereit, hier kommt Kite. Nächstes Mal muss ich Pause. Wenn ich nah genug dran kann ich Pause machen, dass ich ihn einfach hitte. Nein! Alter, und alle hier oben hin. Schnappen wir uns die Waschbärfreunde! Ja. Er kommt dann nirgendwo hin. Du bleibst einfach hier, Super Craig. Item benutzen wir kann. Jetzt kann ich. Mich stealthen. Boom! 61 Damage. Jawohl, unsichtbar. Wenn jetzt Kite dran. Ja, Ulti bereit! Eins, zwei, Diabetes! Aber er benutzt sich einfach mal. Boom. So schön, und jetzt kommt Union Kite. Komm, Union Kite. Yo. Ionenkanone! War lustig, Freedom Pals, aber jetzt heißt es auf Wiedersehen! Yo! Nice, jetzt haben wir sie! No! Und ich dachte, der Drachen wären schwul! Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können! Wer ist gewonnen? Timmy ist besiegt? Jawohl! Sieg! Die Kindergartenkinder müssen wir gar nicht kaputt machen. Empathieverstärker, Brainiac-Kostümset und Geld. Tausende. Oh. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur.
Das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Jo. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Okay. Überlebe Toolshats Hinterhalt. Geht so. Crunchy Microbrews. Ist eine Mainquest. Oh, und? Cool, wie du Marsch hast auflaufen lassen, also behauptet hat seinen Angriff. Oh mein Gott, da ist ein Kommentar gekommen. Behauptet hat seinen Angriff, wäre deine Schuld. Opfer zu beschuldigen ist nicht PC. Tut mir leid, ich habe einfach versucht, hart zu klingen. Aber ich schätze, ich habe vergessen, dass Wörter Bedeutung haben. Ah ja. Okay. So, was haben wir jetzt? Die Katzen brauchen wir? Wie viele brauchen wir da überhaupt? Oh, warte mal. Das können wir direkt machen. Stripe zurück. Wir sind gleich da oben. Ja, Yaoi finden. Das Aufhängen können wir auch nicht machen. Können wir das aufhängen im Pause-Menü? Oh, und Raisins Ripper. Naja, wir gehen jetzt nach rechts. Ja, hier kann man oh, da ist hier. Humankind! Oh, von da oben. Okay, wo geht's da hin, frage ich mich. Ich habe halt Instant gedrückt, deswegen wurde es eben nicht angezeigt. Startbereit! Ja! Oh, cool! Oh, ist das ein Regenbogen-Outfit? Majestätischer Anzug, majestätisches. Oh, wie cool. Und Stufenaufstieg. Epischer Platz. Wuhu. Und jetzt geht noch einen normalen Platz als nächstes, okay. Bisschen noch mehr Loot. Nee, ich sehe unser Haus von hier. Okay, also es geht nur noch wieder runter. Dann mal los. Jo, geht nur noch runter. Ciao, bis dann. Oh, Humankind ist schon der geilste von den Leuten. Ganz ehrlich, das ist der, was mir am meisten taugt. Auf jeden Fall hier im Spiel. Ganz viele neue Kostüme. Dann natürlich hier Brainiac. Ah, wir bleiben noch ein bisschen die Red Witch. Brainiac-Anzug. Oh, majestätischer Anzug ist natürlich voll geil. Mit den Flügeln und dem Regenbogen. Und Brainiac Handschuhe, okay. Warte, was anderes wollte ich schauen. Crafting haben wir natürlich neue Sachen. Kostüme. Stachelanzug. Den craften wir schnell. Geh nach Crafting Rang 11. Fast. Tupperdose und Zeilhof geben voll viele Punkte. Erstmal Tupperdose. Zang, Kramgrang 11. Helm haben wir schon. Den Anzug. Den Helm müssen wir noch craften. So, 47. Und Cyberwolf können wir jetzt aussehen. 230 haben wir nochmal Rang 12. Zack, und dann haben wir es. Nordmann-Anzug, ja, den heben wir mal noch auf. So, Verbrauchsgegenstände können wir das Käsedia mal 2 craften auch. Verbessertes mal 2 ist ja für 13. Okay, Inventar 1. Komm, die machen wir gleich nochmal. Die Heilungsdinger haben wir. Verbessertes Gegengift 2 haben wir noch nicht. Aber wir haben ja noch eins. Ja, ganz viele neue Kostüme. Artefakte wollte ich eigentlich reinschauen. Ein epischer Artefakt freischaltet. Anstelle von Boni für dein Team verleihen dir die meisten epischen Artefakte einzigartige Fähigkeiten. Rüste ein Artefakt im neuen epischen Artefaktplatz aus. Naja, aber erstmal DNA. Das bringt Timmy dein Hirn und Mumm. Boah, plus 25% beides und dafür Leben runter. Ja, es ist halt wieder so ein Blaster-Ding. Das hier ist halt plus 30 Hirn, ist schon heavy. Wenn ich auf Vollhirn gehe. 25 Mumm, naja, aber ohne Negativ. 40 Mumm, Alter, das ist halt richtig für den Blaster. So, was haben wir hier Neues bekommen? Achso, das Foto. Ja, da haben wir die Besten drin. Hier haben wir auch die Besten drin. Und hier.
Kuhn-Kommando Gyro und 5 Sternen Gyro. Fordert förderliches Zappeln. Plus ein Power, plus ein Mumm wieder und Leben. Das ist geil, dass ich Power und Mumm wieder kriege, weil Hirn brauche ich nicht. Reserviert für Elite-Kuhn-Agenten. Ich schalte die Macht epische Artefakte frei, die exotische Kampfeffekte ermöglichen. Möglicherweise werden eingesetzte Materialien nicht erstattet. Okay, was bringt mir der? Nee, der bringt mir einfach 10 Macht jetzt in dem Fall. Weil ich habe nur den, der macht halt nichts. Aber 10 Macht, 253 sind wir schon. Nice. Was haben wir hier neu? Irgendwas Normales oder? Ja, irgendein Titel, egal. Schauen wir zu GL, was er sagt, dem zu seinem Kätzchen. Mr. Crafter, Es fehlen immer noch ein paar von meinen Miezis. Hast du noch welche gesehen? Big Gale Shadow. Hey, mein Superheldchen. Hast du noch ein paar von meinen Kätzchen gefunden? Big Gale Loki. Und Big Gale Kirby wurde aus seinem Inventar entfernt. Jo, aber brauchen wir noch mehr. Ach Mann, überall bleib ich hängen. War ich das du Haus, wo der du. Achso, das war Nicoles Haus. Okay. Stimmt, beim letzten Teil war der Typ, der so. Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Warte mal. So, da pausieren wir jetzt. Gehen da hoch. Geben ihm eine. Geben ihm. Und ihm. Zack. Habe ich sie alle angewidert? Jo, mit dem Vorpresch-Team bleibt man jetzt mal. Jo, 2 sind angewidert, okay. Gerechtigkeit von oben! Du schaffst das! Ah, ich wieder. Ich könnte jetzt natürlich mit X direkt hier angewidert und nochmal ballern, aber. Hat der schon? Nee, der hat's nicht. Boom. Das ist so eklig. Ist der auch angewidert? Dich mach ich fertig, Pussy! Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Auch wenn ich erst wie die Red Witch, wie Scarlet Witch aussehe. Ja, es ist egal, ob. Ah, nee. Ja. Den nehmen wir, den Hit. Von deinem Freund massieren. Ich bin jetzt dran. Du machst nichts, das ist gut. Nehmt eure Medizin. Hier drücke ich erst die Pause rein. 2, 3, 4, 5. Das ist 17 waren es sogar. Das heißt, es waren jetzt sogar. Ich werde dich besiegen. 85 Damage. So. Du dashst einmal durch, Diabetes. Das ist zu meinem Besten. Diabetes ist so ein Megatank mit dem Schild, was es ständig gibt. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ist euch gerade auch so schwummrig oder braucht ihr? Oh, da unten ist Healer. Oh, das ist schlecht. Ja! Du bist voll der Rede. Dafür bist du mir echt. Zeit für die Laser! Geil! Der war geil! Oh, Kite ballert die mal weg. Zack, 95. Erster Down. Also los! Craig kann. Haut ihn einfach raus. Vegafaustschlag! Die haben überhaupt keine Chance! Oh, zweiter weg, jetzt sind wir noch zu dritt. Ich bin eigentlich noch fresh. Ich kann jetzt hier mit X auch einfach ihn weghauen und den anderen nochmal anwidern. Ich muss eben nicht defensiv spielen. Ziemlich cooler Move. Für Viertklässler. Oh, er will nochmal leben. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. So, 41, 84, also 43 auf beide. Ich muss natürlich. Eigentlich muss ich den Healer wegballern. Boom. Hab ich mir die Anstrengung gespart. So, aber der heilt ja nicht bei dir, oder? Wenn er dran ist. Au. Na, egal. Er hat ja noch ein bisschen Schild. Oh ja, er rülpst. Passt. Ja, anwidern ist hier. Anwidern ist super viel Käfer nehmen. So. Laser online. Halt, stopp. Hier gehen wir hin. Boah, Laser. Es ist Crack-Zeit. Ich meine, super Crack-Zeit. Oh, super Crack kann nichts machen. Ich könnte natürlich mal so ein Funkgerät wieder benutzen, aber das bringt halt auch nur
bringt ja echt nicht so viel. Es ist halt belastend. Ich dachte, es ist viel cooler. Ist halt ein fetter AOE, aber. Hau sie weg, Neuer! Rückstoß und B. Komm, so hau ich ihn weg und stehe neben dem anderen. Einfach, dass er down ist. Und weil es cool ist. Boom! Ja, also, Assassine ist der geilste von alle. Viertklässler-Versohlen, geile Sache! Wie, der lebt noch! Ohne zu zucken, Respekt! Oh, ja, noch zwei. Schau, die wahre Kraft des Diabetes! Komm, Captain Diabetes, du darfst auch mal wieder rufen. Bam! Human Kai darf mir jetzt halt finishen. Bleib lieber liegen! Bravo, gute Arbeit, etc., etc. Vielleicht ist so unmotiviert. Jo. Ach, wir hatten ja Schnellreise, aber egal wie. Wir sind eigentlich zum U-Store, Alter, aber hier ist. Nee. Komm mal nicht rein. Wir wollen jetzt zu Tweaks Coffee. Da ist es auch. Oh, da wäre auch schneller gewesen. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Okay. Jo, dann geh mal rein. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Mich hier zu Tweak lassen. Wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist ein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Warum hast du mir jetzt den Laptop weggenommen? Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Echt jetzt? Überweisende Therapie, wichtiger Gegenstand. Alter, warum nimmst du mir den Laptop weg? Ein Kaffee wird dich beruhigen. Nein, hier. Das kommt aber raus, weil ich Kaffee trinke. Hier, nochmal. Mein Gott, so ein Arsch. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Okay. Das können wir machen. Okay, wo natürlich die überwältigende Therapie. Aber erstmal. Ja, das Stachelding ist jetzt schon mal ganz geil, was zu uns passt. Aber erstmal ziehen wir. Achso, zu dem gibt es ja gar keine Handschuhe. Stachelseele, die wir hatten. Komm, dann nehmen wir Armbänder. Und die jetzt, jetzt, wenn ich Farben sehen könnte. Ich glaube, das ist gut, oder? Jo, das passt. Ich will nicht Farben. Ich glaube, es ist nicht dieselbe Farbe, aber ist ja egal. Und. Hier kommt jetzt die 4D-Brille endlich mal zum Einsatz. Und eine andere Frisur. Wir brauchen eine hübsche. Oh ja. Dutt Deluxe. Oh, wir haben zwei Farben. Was ist die Farbe 2? Ach, das Haarband. Warte, das nehmen wir jetzt auch in so. Ein hübsches Blondchen. Oh ja, schau, wie toll wir auch schon mit dem Pferdeschwanz und dem Einhorn.